Herzlich willkommen bei sozialen fachlichen Betreuung. Jetzt geht es um das Thema Motivationstraining, Aussprache üben. Gut, bei mir mit der Aussprache, ja, ich muss mir mal besonders viel Mühe geben. Hatte mir mal als Kind einen Kiefer gebrochen. Oder nicht Kiefer gebrochen. Da war es so, ja, nach hinten verschoben, dass ich dann quasi viele, viele Jahre eine Spange tragen musste. Extrem stark gelispelt habe und naja, viele, viele Jahre da gelernt habe, um das zu schaffen und aber auch viele dämliche Kommentare von irgendwelchen Vollidioten hinnehmen musste, wo ich dann aber auch gezeigt habe, dass ich besser bin als die und habe auch mehr erreicht als die, die irgendwelche dummen Sprüche gemacht haben, weil ich mehr gekämpft habe im Leben und auch mehr erreicht habe im Leben als die. Gut. Also mit Motivation kann ich gut mitreden. Ich übe auch mit einigen anderen Motivationstraining, die etwas willensschwach sind oder auch noch nicht die Erfahrung haben. Zur Motivation gehört, also wenn man erstmal anfangen möchte mit den ersten Schritten, muss man dem Klienten, sage ich jetzt mal, jegliche Art, ein Alter und Geschlecht erklären, um was es geht bei den Training. Man muss es erstmal, man muss den Klienten motivieren, warum, wieso überhaupt was gemacht wird und was das für einen Hintergrund hat. Man muss die positiven Eigenschaften quasi stärken und das Kind dazu hinbringen oder den Klienten, dass es dann sagt, ich kann das, ich will das und ich will mich verbessern und ich halte mich an die Regeln. So. Absprachen einhalten. Fertig aus. Thema beendet. So muss das wirklich dann am Ende, also am Ende eines Staates ungefähr langsam aussehen. Dazu gehört aber auch nicht ablenken und der Wille zum Lernen, leise zu sein und nicht zu stören. Immer pünktlich sein und ein respektvoller Umgang. Respektvoller Umgang heißt es nicht, ein runder Richt reinbrüllen. Hey, ich trinke jetzt was, oder? Hey, fertig. Das macht man ja nicht. Das gehört nicht zur richtigen Aussprache und zum respektvollen Umgang. Deswegen übe ich mit meinem, quasi mit solchen Kärtchen wie ich bin fertig, lass mich. Zum Beispiel, wenn man sich jetzt meldet, lautenlos melden, betone ich jetzt mal. Die meisten brüllen ja noch rein, hier, und melden sich. Dann muss man sich auch nicht melden. Man hat die Person ja schon gehört und die hat auch schon den Unterricht gestört. Also das ist dann wenig sinnvoll. Deswegen sage ich lautlos melden, bis man dran ist und dann kann man sagen, ich bin fertig. Oder wenn jemand stört, oder wenn jemand was von einem möchte und man möchte es nicht, muss man wirklich ganz klar sagen, lass mich in Ruhe. Ich will das nicht. Geh weg da. Oder ich brauche eine Unterschrift. Die fehlt mir noch. Wie auch zum Beispiel hier, nein, ich will nicht, ist das gleich wie lass mich in Ruhe, wenn irgendwas ist, bedrängt wird. Nein, ich will nicht. Nee, gibt's nicht, will ich nicht. Fertig. Zum Beispiel. Man muss ausdrücken, wie man das für sich für richtig ja, hält, quasi. Das ist quasi nur so eine Art Richtlinie. Oder wenn man was nicht verstanden hat, kann man dann sagen, ich habe die Aufgabe nicht verstanden. Ganz klar. Oder wo muss ich hin? Das sind so Fragen. Also als eine Aussage, ich habe die Aufgabe nicht verstanden, kann man dann aber auch als Frage nehmen. Was kann ich machen zum Beispiel? Wo muss ich hin? Ist eine klare Frage. Oder welche Themen sind in der LEK, also Lerneingangskontrolle oder im Test? Oder gibt es Hausaufgaben und so weiter? Oder ich habe das vergessen, ob ich so ein Hausaufgabenheft, Lerntagebuch, Mathehefter. Weiß der Teufel, was man alles vergessen kann, das ist ja menschlich. Dann gibt es aber auch die Sachen bei, zum Beispiel bei Prüfungen sollte man sich melden, ohne reinrufen und wenn man was trinken möchte, weil sonst zählt das als Betrugsversuch, wo man sagen kann, darf ich was trinken? Als Frage oder wenn die Arbeit so schlecht war, kann ich die Arbeit wiederholen, weil so und so und so, mir ging es nicht gut und dies und das und jenes, mir ist das und das dazwischen gekommen und die Note ist so schlecht und ich möchte mich verbessern. Kann man machen, ob es was bringt, findet man raus, wenn man nett und höflich war.
Oh, können Sie mir das erklären? Ganz einfach, können Sie mir das erklären? Klare Frage, höflich und ruhig und gelassen. Und dann kommt auch die Person, die einem das beibringt, auch gerne zu einem. Oh, darf ich die auch? Ja, die Arbeit war für mich zu schwer, wenn man nicht auf diesem Level war, quasi. Oder ich brauche Hilfe, wenn man aber nur nicht weiter weiß. Dann gibt es neue Sachen, wenn man zu spät kommt. Ich bin zu spät, weil. Dann sollte man schon bei der Wahrheit bleiben und nicht, weil die Bahn zu spät kam. Denn man kann auch mal eine Viertelstunde früher losgehen, damit man die richtige Bahn bekommt. Ich gehe auch immer früher los, weil ich weiß, ich könnte auch mal im Stau stehen. Boah, was kann ich machen, wenn jetzt zum Beispiel, man ist fertig mit den Aufgaben und es weiß es nicht. Dann meldet man sich einmal und fragt, was kann ich machen? Ja, wenn es dann nicht gut geht, sagt man, mir geht es nicht gut. Dann heißt das entweder gehen Sekretariat, ruft die Eltern an oder die Lehrkraft sagt selber, gut, wir schicken dich jetzt nach Hause. Gut. Und auch das, bei der Toilette ist das gleiche, man sollte in den Pausen auf Toilette. Und ja, deswegen muss man dann ganz höflich fragen, ob das geht. Ja, das war so ein Motivationstraining, Aussprache. Im schulischen Bereich muss man heutzutage viel motivieren, denn viele Schüler sind echt motivationslos. Was ich nicht verstehe, zu meiner Zeit gab es das nicht. Da wurde man in den Hintern getreten. So nach dem Motto, also nicht bildlich und auch nicht real, sondern einmal nur von den Leistungen her. Und da wurde gesagt, weißt du was, wenn du das nicht möchtest, dann steh vor der Tür, deine Eltern holen dich gleich ab. Thema beendet, ich habe keinen Bock darauf, weil ich habe hier noch eine Klasse hinter mir. Und da wurde ja nicht lang gefackelt. Ja, heutzutage ist das nur ein Fältchen in der Sache. Und die Schüler spüren das natürlich und weichen denen natürlich gut aus. Aber wenn man als Lehrkraft darauf reagiert, kommen natürlich Helikoptereltern und drehen durch und drohen mit Anzeige. Was soll man als Lehrer machen? Wenn man es richtig macht, hat man verloren. Wenn man es falsch macht, hat man auch verloren. Weil es immer wieder Eltern gibt, die einen die Suppe versauen, den richtigen Unterricht durchzuführen. Ist leider so und ist auch wirklich schade so. Gut, dann wünsche ich noch viel Spaß und tschüss.